Ja, ich habe ja den Herbert Hauke, das ist der Leiter vom Rockmuseum hier auf dem Olympiaturm in München. Und im Rockmuseum ist zurzeit eine Queen-Ausstellung. Ja. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, was der Hintergrund ist. Man glaubt es kaum. Queen is back in town. Also es gibt ja, glaube ich, kaum eine Band, die so berauschende Feste hier in München gefeiert hat, die ihre Platten hier aufgenommen hat und die so eine großartige Beziehung zur bayerischen Landeshauptstadt hatte. Und umso stolzer sind wir jetzt. Das ist das erste Mal, dass wir im Rockmuseum eine Fotoausstellung präsentieren. Und es sieht wunderbar aus. Ich bin begeistert. Das sind sehr, sehr schöne Bilder. Es ist alles wunderbar gerahmt, beschriftet. Und es war für mich jetzt mal wichtig zu sehen, dass wir hier auch im Rockmuseum mal das eine oder andere zusätzlich machen können. Und es ist natürlich schön, wenn uns ein großes Haus hier in München unter die Fittiche nimmt und dieses gesamte Joint Venture, die Partnerschaft hier mit dem Deutschen Theater anlässlich dieser Produktion des Queen Musicals und der Präsentation hier, finde ich sehr, sehr schön und ist eine absolut gelungene Sache. Wir werden also auch in Zukunft, denke ich mal, die eine oder andere Fotoausstellung hier noch durchführen. Jetzt gibt es ja hier auch ein Foto, wie Queen in München ist, und zwar in den Musicland Studios. Die haben ja hier produziert. Richtig, also sie waren sehr, sehr gerne in München, haben hier das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden, gearbeitet und anschließend dann nach schön auf irgendein Festchen gegangen oder eine Party organisiert. Und die Musicland Studios haben ja wirklich hier große Bands beherbergt, wie Purple, Uriah Heep und so weiter. Und es sind hier namhafte Alben entstanden, bis dann der Lärm der U-Bahn im Studio zu hören war und dann konnte man dann nicht mehr die Aufnahmen machen. Und irgendwann sind natürlich auch die großen Studios dann nach Amerika gegangen. Aber es sind hier wirklich legendäre Alben direkt in der bayerischen Weißwurst-Metropole entstanden. Du hast ja Freddie Mercury auch persönlich kennengelernt. Wie war denn die erste Begegnung? Ja, sicherlich ein Highlight in meinem Leben. Und einerseits ärgere ich mich natürlich immer noch, denn es war 1974. Queen ist im Theater an der Brienner Straße aufgetreten. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also die kannte keiner. Die waren damals die große Hoffnung der Musikindustrie. Haben eine fantastische Show abgeliefert. Freddie mit lackierten Fingernägeln und einem unglaublichen Bühnenkostüm. Und ich durfte dann, weil der Fotograf Didi Zill mich kannte, hinter die Bühne. Und er hat mir dann die Band vorgestellt und ich stand neben Freddie Mercury und peinlicherweise wusste ich nichts, was ich mit ihm reden soll, denn ich kannte die Band wirklich nicht. Ich könnte mir wirklich dafür heute noch wohin beißen. Und dann ist es natürlich fantastisch zu sehen gewesen, wie diese Band aus diesem kleinen Theater mit 150 Leuten dann plötzlich Rudi Sedlmayr Halle hier bespielt, Olympiahalle bespielt und was für einen Siegeszug die dann hier vollbracht haben. Und die wichtigste Erinnerung, die ich habe, sind zwei Dinge. Einerseits hat mir der Didi Zill noch ein schönes Autogramm von Queen dann besorgt. Und das zweite ist, dass Freddie Mercury sehr, sehr charmant war und mich noch zum Buffet der Band eingeladen hat. Das heißt, ich habe mich an Speis und Trank der Gruppe Queen gelabt. Und da gibt es ja im Rockmuseum auch eine Hose von Freddie Mercury. Ja, das ist, wir haben eben zwei besonders wertvolle Exponate hier. Das eine ist die Hose von Freddie Mercury und die ist weggegeben worden due to the excessive sweating it caused Freddie. Also weil er so wahnsinnig in dieser Vinylhose oder Acryl oder was das auch immer ist hier, Satin, jetzt sind wir soweit, Hose wahnsinnig geschwitzt hat. Und wir haben einen unveröffentlichten Songtext hier von dem Song In Search of Love. Das ist sehr, sehr tragisch, denn das Lied war fertig geschrieben und wäre nur noch praktisch dann produziert worden, aber Freddie ist leider zu früh gestorben. Bis wann ist die Ausstellung zu sehen? Die Ausstellung werden wir jetzt hier bis zum Oktober beherbergen, also bis das Musical beginnt und dann werden wir sehen, wenn es den Leuten gefällt, vielleicht noch verlängern, aber dann beginnen ja unsere Konzerte hier im Rockmuseum und dann wird die Bühne wieder freigemacht für Live-Acts. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.